Meine Lieben, jetzt ist sie da, die Stadezeit. Und sie ist heuer noch viel stader wie in vergangenen Jahren. Das tut gut. Oft haben wir uns nach ein bisschen Ruhe in den adventlichen Tagen gesehen, die in den letzten Jahren so oft von Hektik geprägt waren. Aber jetzt ist es manchmal ja zu stad. Ich weiß, dass es vielen gar nicht leicht fällt, jetzt die Ruhe auszuhalten. Weil Sorgen kommen für Beruf und Privatleben, weil Einsamkeit herrscht, weil Schüler überfordert sind mit Homeschooling und ohne den Kontakt zu Freunden, weil Ängste da sind in dieser Zeit. Wie damit umgehen, damit in der Stadenzeit auch die Seele heil bleibt? Wie man die Seele schützen kann in dieser Corona-Krise, dazu hat mir schon im ersten Lockdown im Frühjahr eine liebe Kollegin diese Aufstellung hier geschickt. So schützen wir uns seelisch in diesen Tagen. Es sind 6 Tipps, die ich euch heute auch mitgeben möchte. Akzeptieren, was man nicht ändern kann. Freilich ist das leichter gesagt als getan. Aber Hand aufs Herz, es spürt doch jeder von uns. Ich kann mich jetzt jeden Tag furchtbar aufregen, kann schimpfen und schreien und wie blöd alle sind und ich bin der Einzige mit Durchblick und alles gehört anders, kann mich reinsteigern und ich werde eins merken, ich mache mich selber fertig dabei, ich mache mir selber das Leben zur Hölle und dafür brauche ich dann keinem anderen die Schuld geben. Es heißt nicht, alles auf die leichte Schulter nehmen, aber aufregen bringt nichts. Das muss man einüben, das fällt nicht jeden Tag gleich leicht. Aber je mehr es gelingt, desto besser werde ich durch diese Krise kommen. Normalität und Ruhe schaffen, auch das habe ich im ersten Lockdown gelernt. Man kann nicht einfach nur so, wenn Termine wegbrechen, herumsitzen und Löcher in die Luft starren. Das tut mir nicht gut, aber es ist auch nicht gut, wenn ich anderen was Gutes tun will. Nach wie vor, auch wenn der Terminkalender nicht mehr ganz so viele Termine drinnen hat in diesen Tagen, plane ich mir jeden Tag, mache mir eine To-Do-Liste mit den zwingenden Terminen, die schon lange drinstehen, die ich nicht verschieben kann, mit persönlichen Dingen, die ich erledigen muss, vor allem aber auch mit Menschen, bei denen ich mich melden möchte, denn das ist in diesen Tagen vielleicht das Wichtigste. Es strukturiert meinen Tag mit Gebet und Gottesdienst und all dem anderen und es hilft mir, zur Routine zu kommen und am Abend auch einigermaßen beruhigt und zufrieden in den Schlaf zu gehen. B5 aktuell. Das Informationsradio aus Bayern für Bayern. Gesundheitsministerin Hummel sieht. Nein, meine Lieben. Auch die Nachrichten sollte man wohl dosieren in diesen Tagen. Es hilft nicht, eine Informationsflut aus 1000 Kanälen, vor allem im Social-Media-Bereich, die oft nur Panik schüren. Da rotieren dann die Gedanken den ganzen Tag und du machst dir das Leben selber schwer. Umgekehrt will ich natürlich informiert sein. Ich achte sehr wohl darauf, welche Medien ich konsumiere, welche seriösen Nachrichten ich wahrnehme und ernst nehme und dann, wenn es sein muss, auch umsetze in meinem Leben. Aber ich höre sie nicht mehr den ganzen Tag. Am Anfang des ersten Lockdown hätte ich mich damit selber fast verrückt gemacht. Jetzt habe ich gelernt, ein-, zweimal am Tag, bewusst und auch mit allen Sinnen, seriöse Nachrichten hören. Und ansonsten darf es dann auch gern ein wenig gemütlicher werden mit einem anderen Programm, das dann dazukommen kann. Auch mal alle 5 gerade sein lassen. Wenn schon ein bisschen weniger Termine tagsüber im Kalender stehen, auch sich selber mal was Gutes tun. Das war das Schwierigste für mich, das zu lernen. Man kann doch nicht, andere müssen auch arbeiten und, und. Ich habe wochenlang gebraucht, bis ich kapiert habe, dass es mich viel mehr Kraft kostet, wenn ich nicht nur wie sonst viele Termine am Tag abarbeiten muss, sondern wenn ich konfrontiert werde mit Fragen und Sorgen, mit existenziellen Ängsten, wenn ich viel mehr zuhören muss als sonst, das kostet Kraft. Und darum darf man sich auch und dürft ihr euch
in den Zeiten, die uns jetzt geschenkt ist, wo es ruhiger wird, Ruhe gönnen, entspannen, soweit es möglich ist. Man muss es manchmal erst lernen, der Seele bewusst etwas Gutes tun. Großzügig sein, helfen, unterstützen. Auch dazu lädt uns dieser Advent heuer vielleicht noch mehr denn je ein. Ich habe gemerkt, viele Menschen werden sensibel auch für die Not und das Leiden anderer. Wir haben selten in der Adventszeit auch mit den Pfarrgemeinden, den Pfarrgemeinderäten und Kirchenverwaltungen so viele Menschen diskret unterstützen können, seelisch oder auch ganz konkret finanziell, wie heuer. Und ich fürchte, die Not, die auch bei vielen Familien und kleinen und einzelnen Leuten bleibt, die wird im nächsten Jahr nicht kleiner werden. Es wird deine Aufgabe bleiben, bewusst für andere da zu sein. Kontakte und Nähe, kreativ und herzlich pflegen, auch das ist ganz wichtig, auch für mich selber, für meine eigene seelische Gesundheit. Ich bin sonst gern unter Leuten, ich treffe mich gern mit Freunden und Bekannten, unternehme gern was mit ihnen. Jetzt geht vieles nicht. Aber ich habe nicht unbedingt weniger Kontakte. Ob per Telefon, Gott sei Dank gibt es die Flatrate, oder über die sozialen Medien oder die Messenger-Dienste, per E-Mail, manchmal sogar per Brief oder handgeschriebener Karte. Bleiben wir in Kontakt. Pflegen wir das miteinander. Erzählen wir uns die kleinen Freuden und Sorgen. Lachen wir miteinander, hören wir uns gegenseitig zu in schwierigen Zeiten. Das ist jetzt wichtiger denn je. Und das ist etwas, das bleibt auch für die Zeit nach der Krise. Der Wert echter Freundschaft und tiefer menschlicher Beziehungen. Meine Lieben, es sind nur Kleinigkeiten, die ich euch da heute mitgeben kann. Kleine Tipps, die mir selber gut getan haben, um gesund an der Seele durch diese Zeit zu kommen. Es sind die Kleinigkeiten, die uns vielleicht aber auch helfen, die wertvollen Seiten des Lebens zu erkennen, vielleicht sogar ohne schönreden zu wollen, in der Krise eine Chance zu sehen. Ich wünsche es euch für die Tage des Advent und für das bevorstehende Weihnachtsfest und die Tage danach, dass ihr gesund an der Seele durch diese Zeit hindurchkommt, dass ihr gestärkt werdet und dass wir alle miteinander vielleicht nach dieser Krise umso lieber, umso bewusster und umso dankbarer durchs Leben gehen.